Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen in diesem Video. Heute 5 Fehler, die Anfänger machen und wie man diese vermeiden kann. Ich habe in diesem Jahr sehr, sehr viele Workshops gegeben und viele Leute kennengelernt und auch viele Leute kennengelernt, die anfangen zu fotografieren, und habe so ein bisschen analysiert quasi und auch festgestellt, wo denn häufig Fehler liegen. Und genau dafür ist dieses Video jetzt gedacht. Was für Fehler gibt es eigentlich oder welche Fehler machen Anfänger, also Leute, die gerade angefangen haben mit der Fotografie, häufig, und was kann man vielleicht auch dagegen tun? Fehler Nummer 1, den ich häufig feststelle, gerade bei Menschen, die viel Geld haben, ja, die zum Beispiel voll im Berufsleben stehen, jetzt nicht unbedingt Schüler sind oder auch Kids sind, so, sondern einfach ein bisschen Cash beiseite haben, die kaufen sich häufig am Anfang schon ganz, ganz viel Equipment. Ja, eine riesige Kamera, da noch ein Objektiv, hier noch ein Objektiv, ein Stativ, ND-Filter, noch ein Makroobjektiv, Makroblitz, da noch 2 Blitze, noch eine Softbox etc. An sich ja nichts Schlimmes, das Problem ist nur, gerade wenn man anfängt mit dem Fotografieren, kann das schon mal überfordern, weil man bei jedem Bild schon so ein bisschen nachdenken muss, was nehme ich jetzt? Nehme ich jetzt lieber das Makroobjektiv? Soll ich vielleicht das Tele nehmen? Und man hat sich noch gar nicht so richtig mit der Fotografie auseinandergesetzt und hat schon so viele Auswahlmöglichkeiten, die einen dann tatsächlich überfordern. Deswegen mein Tipp an euch, probiert erstmal mit wenig Equipment am Anfang anzufangen und das Maximale aus eurem Equipment rauszuholen. Wie ich zum Beispiel, ich habe echt jahrelang, das war nicht mal meine Anfangszeit, da war ich schon relativ fortgeschritten, ich habe trotzdem jahrelang, fast 2 Jahre, nur mit der 600D fotografiert. Also das ist eine 600D, auch wenn hier 6D steht auf dem Gurt, den habe ich einfach getauscht. 2 Jahre lang mit der fotografiert und nur mit dem Kit-Objektiv. Und manchmal eine Festbrennweite benutzt und manchmal noch ein Fischer-Objektiv benutzt, aber das war es auch schon. Meistens wirklich nur mit diesem Objektiv. Man kann alleine mit dem Kit-Objektiv und mit der Kamera, ohne Blitze, sonstigen Schnickschnack, alles Mögliche, sau viel rausholen. Genau deswegen habe ich ja auch das Buch geschrieben, Fotos nach Rezept, wo es nur ums Stativ, die Kamera und das Kit-Objektiv geht. Man kann sau viel damit machen, also reduziert euch ein bisschen mit eurem Equipment gerade am Anfang und dann holt euch was, was Sinn macht. Ja, zum Beispiel, wenn ihr euch für Sport interessiert, ein Teleobjektiv, für Landschaften eher ein Weitwinkelobjektiv, wenn ihr euch für Makro interessiert, eher ein Makroobjektiv. Und nicht gleich alles am Anfang. Fehler Nummer 2, den ich häufig sehe, sind die automatischen Fokuspunkte. Bedeutet, dass die Kamera automatisch wählt, was sie fokussieren soll. Kann manchmal gut sein, gerade am Anfang vielleicht auch hilfreich sein. Ist bestimmt geil, wenn ich hier so reingehe, oder? Mit der Sonne so oder rausgehe. So ein richtiger Rapper-Look. Kann aber auch natürlich nervig sein, wenn es einfach nicht das fokussiert, was man denn gerne möchte. Deswegen empfehle ich immer, geht erstmal raus aus dem Fokuspunkt-Automatik-Modus und stellt euch die Fokuspunkte ein, wo ihr sie haben möchtet. Zum Beispiel links oben oder rechts oben. Das empfehle ich am Anfang immer häufig, denn dann hat man automatisch schon eine coole Komposition, weil man automatisch Personen oder auch Objekte, was man so gerne fotografiert, so ein bisschen an der Seite des Bildes positioniert. Dadurch kriegt man eine interessante Komposition und verhindert, dass die Kamera automatisch anfängt, irgendwelche Sachen zu fokussieren. Stellen wir uns zum Beispiel mal vor, da ist so ein Blatt, ja, und da hinten dran ist eine Person, hinten dran gibt es wieder Blätter oder so Bäume, und die Kamera stellt die ganze Zeit nur auf dieses Blatt scharf. Ja, das kann total nervig sein. Deswegen raus da, ja, aus den automatischen Fokuspunkten und legt euch den Fokuspunkt dahin, wo ihr ihn braucht. Fehler Nummer 3, den ich häufig beobachtet habe, und der klingt erstmal ein bisschen lächerlich, aber ich habe ihn tatsächlich schon oft erlebt: Sachen an der Kamera verstellen, obwohl man nicht weiß, was es bedeutet, und sich dann auch nicht mehr daran erinnern, was man eigentlich verstellt hat. Ja? Also zum Beispiel sowas wie Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung, ja? Oder die Fokusmethoden ändern, ja? Oder HDR-Modus aktivieren oder was auch immer, Bracketing-Funktion etc. etc. Das ist erstmal alles cool, und gerade wenn man so auf dem Klo sitzt, ja, und mal die Kamera durchs scrollt oder auch im Bettchen abends liegt mit einer neuen Kamera, durchs Menü mal so durchgeht und da mal sagt so, ach hier, Custom Picture Style und hier, ach Belichtungsoptimierung, das klingt doch auch gut und hier, Formatieren, ja, dann wisst ihr schon mal, was passiert. Aber all diese ganzen Sachen, das sind Sachen, die macht man in bestimmten Situationen, die braucht man nicht immer. Und gerade wenn man noch nicht weiß, was es eigentlich macht, stellt es erstmal nicht ein. Lasst erstmal alles auf den Werkseinstellungen. Die wichtigsten Sachen könnt ihr euch einfach merken, was man verstellt an der Kamera: Blende, ISO, Verschluss und richtig, die Fokuspunkte, die könnt ihr nochmal verstellen. Aber zum Beispiel sowas auf Servo umstellen, das braucht man nur in manchen Situationen. Und da sehe ich teilweise Leute, die dann dastehen und denken, warum fokussiert der nicht richtig? Warum piept der nicht mehr beim Fokussieren? Ja, weil Servo zum Beispiel eingestellt ist. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, genau. Aber deswegen verstellt es erst, wenn ihr wisst, was es eigentlich bedeutet. Und genau dafür sind ja auch die Videos da. Alter, ja? Ich habe, als an diesen Rädchen hier oben gedreht, ist das Bild total dunkel auf einmal. Was sind das? Dieses Rädchen hier oben. Verstellt nichts, wenn ihr nicht wisst, was es eigentlich bedeutet.
Fehler Nummer 4, den ich sehr, sehr häufig beobachte, ist eine langweilige Perspektive zu wählen. Diese hier. Das ist die beliebteste Perspektive auf der Welt. Einfach direkt so auf Kopfhöhe fotografieren. Manchmal im Urlaub auch den hier. Oh, aha, ja, oh ja, das ist geil. Das ist geil, ohne wirklich hinzugucken. Und das ist doch ätzend. Sucht euch coole Perspektiven. Ich will euch auf dem Boden liegen sehen. Ja, direkt drauf und dann schön Schärfe, Unschärfe auf dem Boden. So hinter Blätter gehen. Ja, sowas im Störer mit reinnehmen. Ich gucke immer, wo gibt es Störer? Wo kann man was sehen? Als ich in Griechenland war, ja, habe ich Blumen bewusst in den Vordergrund genommen. Da habe ich so eine Kirche fotografiert. Da hätte man einfach so, oh, cooles Foto, ja. Aber nein, ich habe mich hinter so eine Blüten hingestellt und dann die mit halb ins Bild reingenommen. Und das kann super interessant aussehen. Also seid ein bisschen kreativ mit der Perspektive, auch nicht immer nur direkt in der Mitte positionieren, sondern mal rechts oder links im Bild auch. Und nutzt Störer aktiv für eure Bilder und nehmt interessante Perspektiven. Und den letzten Fehler, den ich sehr, sehr häufig sehe, ist der hier. Boom, einfach angeblitzt. Egal was ist, ja, Sonnenuntergang im Zoo, irgendwo, ja, einfach die ganze Zeit den Blitz genutzt. Und das ist ein Fehler, liebe Freunde. Ja, und ihr werdet es wahrscheinlich schon bei euren Fotos, wenn ihr das gemacht habt, festgestellt haben, dass der Blitz oftmals die Stimmung zerstört. Das sieht ja gar nicht aus, wie es aussah, als es war. Ja, genau, weil ihr einfach gegen geblitzt habt. Ja, und damit quasi alles tot geblitzt habt. Es gibt ja nicht umsonst diesen Begriff tot geblitzt. Wenn ihr zum Beispiel eine schöne Lichtstimmung habt, wie hier im Wald oder auch mit Umgebungslicht zum Beispiel, zu Hause oder sowas. Das erste, was ich damals gemacht habe, bei meiner Exilium-Kamera, dieses kleine Kackteil, ich habe den Blitz ausgestellt, weil jedes Foto mit Blitz sah einfach scheiße aus. Und dann habe ich einfach den ISO ein bisschen höher gestellt und unterdrückt, das kann man oft bei Kameras machen, dass man den Blitz unterdrückt, ja, und dann einfach Fotos gemacht. Klar ist dann so ein bisschen Korn im Bild und das rauscht so ein bisschen, aber das ist doch nicht schlimm. Es sieht tausendmal geiler aus, wenn da ein bisschen Korn ist und ihr die Lichtstimmung eingefangen habt, als wenn ihr ein totgeblitztes Bild habt, zumal es oftmals zum Beispiel im Zoo gar keinen Sinn macht. Und ich sehe tausend Leute im Zoo zum Beispiel mit einem Blitz vor der Glasscheibe stehen und einfach reinblitzen. Es macht gar keinen Sinn, ja, weil es zurückgeworfen wird, das Licht, von dieser Scheibe und meistens dann einfach so ein riesiger Schein auf der Scheibe drauf ist und man nicht mehr sieht, was dahinter ist. Also lasst das, das ist natürlich auch nervig, ne? Wenn ich so ein Tier wäre im Zoo, was die ganze Zeit angeblitzt wird, wobei ist wahrscheinlich als Tier im Zoo sowieso ziemlich nervig. Aber macht den Blitz aus, lasst ihn aus, lieber ein bisschen Korn als ein totgeblitztes Bild. Das waren 5 Fehler, die Anfänger häufig machen und was man dagegen tun kann. Vielleicht habt ihr ja noch eine Sache, dann postet es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hier an der Seite seht ihr noch mehr Videos übers Fotografieren. Hier gibt es den Abonnieren-Knopf, wenn ich weiß, was es ist, einfach raufklicken und kein Video mehr verpassen. Jeden Sonntag um 12 gibt es ein neues Video übers Fotografieren. Ansonsten nebendran der Link auf lernvonben.de, da gibt es Workshops, Online-Trainings und ganz, ganz viel mehr. Übrigens das Fotorezept, speziell ein Training für Anfänger. Also falls ihr Anfänger seid oder euch selber als Anfänger jetzt bezeichnen würdet, dann gerne mal auschecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nicht vergessen, sag mal Einstellung, Digga, voll in die Unschärfe rein.